So, die schweren modularen Rahmen sind fleißig am Produzieren. Wir haben schon einige auf Lage. Ich habe meine Tasse, ich habe ein erfrischendes Heißgetränk wieder mal da drin, was auch sonst. Und ja, wir können wieder was schaffen. Also, es geht los in 3, 2, 1, ab geht's. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory mit dem, ja, guten Ragnar Bertholdsson. Und ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet. Guck mal hier, ich habe da schon mal ein bisschen was reingetan. Das heißt, wir können jetzt, boom, Züge bauen. Wie gut ist das? Und wir würden auch gleich das nächste auswählen. Ich guck mal, was wir hier noch so schön... Achso, der ist ja gelauncht. Den können wir erstmal gar nicht. Aber was wir machen können... Ich habe hier irgendwie noch eine Festplatte rumliegen. Die hauen wir gleich mal in den Scanner. Dauert ja, ein paar Minuten. Scheißegal. Und was ich heute mit euch machen wollte, ich wollte die Basis ein bisschen beleben. Ne? Hier ist ja eine Menge Platz und irgendwie ist trotzdem nichts los. Deswegen fahren wir einmal in unsere Garage. Wieso sind da Kraftwerke rot? Warum ist das so? Da müssen wir nachher mal gucken. Es ist schweinedunkel, wir machen mal Licht an. Und ihr seht, ich hatte sich ein bisschen was getan. Ich habe das Lager ein bisschen erweitert. Und hier kommen so lebensnotwendige Sachen rein. Hier soll Munition reinkommen, hier soll Sprengstoff reinkommen. Hier haben wir schon Farbpatronen, also alles, was wir für Schusswaffen brauchen. Hier haben wir Nüffe. Mittlerweile 73. Hier haben wir Beeren, Pilze. Was haben wir hier? Irgendwas kommt da auch rein und irgendwas auch da. Ich guck mal einmal was. Was habe ich mir denn da gedacht? Ne, das ist hier hinten alles ein bisschen verwurschtelt, aber das sieht kein Mensch. Das ist mir tatsächlich relativ bums. Hier kommt rein noch nichts. Irgendwas kommt da irgendwann rein. Und hier kommt rein medizinischer Inhalator, wenn wir den mal irgendwann produzieren. Und hier habe ich schon vorbereitet. Boom, Treibstoff. Denn ich habe was vor. Hier soll eine Garage nehmen. Ne, ist auch der einzige Container, der hier doppelt hoch ist, weil wir ein bisschen mehr dafür brauchen werden. Und meine Idee war, dass wir jetzt hier erstmal eine Garage nebenzimmern für Schlepper und LKW. Ne, später auch noch den Buggy, aber den haben wir ja. Oh, Bahnhöfe, ich bin schon ganz geil drauf. Ja, wie konnte ich jetzt so schnell Computer holen? Das ist relativ einfach, das zeige ich euch vorher noch, bevor wir hier weiter Fahrzeuge bauen. Ich habe hier provisorisch einfach mal einen Konstruktor hingeballert. Der Computer produziert. Was fehlt hier jetzt gerade? Platinen fehlen. Und dafür bräuchte ich mehr Kunststoff. Wird Zeit, dass wir die Eisenbahnlinie ranführen. Vielleicht sollten wir das doch jetzt baldigst mal machen. Damit wir eine Computerfabrik bauen können. Und du kannst keine Platinen mehr machen. Richtig. Na egal. Na, auf jeden Fall habe ich hier dann erstmal ein paar Computer produzieren lassen. Wir haben jetzt noch 9 Stück. Damit kriegen wir gerade mal eine Lokomotive, glaube ich, zusammen. Nee, gar nicht. Wofür brauchen wir denn Kunststoff? Achso, für die... Computer brauchen wir. Hier bräuchten wir 5 Computer. Wir könnten einen Computer holen und... Oder einen Bahnhof. Super. Und könnten dann schon keine Frachtplattform mehr hinten ranpacken. Das heißt, wir werden bei Gelegenheit nochmal Gummi nachschibbern. Aber jetzt bauen wir erstmal hier fleißig eine Garage in unsere nette kleine Lagereinheit. So, wie fangen wir damit an? Ich habe das ja noch nie mehr gemacht. Wie groß ist denn diese LKW-Station? Die ist ja tatsächlich recht bolle groß. Krasser Shit. Krieg ich die hier gar nicht rein? Warum krieg ich die hier nicht rein? Achso, zu teuer. Modulare Rahmen fehlen uns gerade. Die packen wir mal fix ein. Wir haben ja zum Glück hier alles vor Ort. Wo sind die denn? Wo sind die denn? Wo sind die denn? Da sind sie. Wie viel haben wir da? Ja, mehr als genug. Wir legen mal 2 nach. Und ich habe ja auch schon ein bisschen Gummi rumliegen, warum auch immer. So, das heißt, wir batschen hier erstmal schick die Station rein. Die werden wir hier als Ladestation tatsächlich benutzen. Nach hinten hin werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen Platz brauchen. Da gucken wir aber gleich, wenn es soweit ist. Ich habe das hier noch gar nicht so weit geplant. Wenn wir das hier hinsetzen. Ne, die ragt ja recht weit nach hinten raus. Und dann muss ich erstmal sehen, wie die überhaupt funktioniert. Hier muss Treibstoff rein. Okay. Das kriegen wir ja geregelt. Das kommt einmal da raus. Und dann können wir das von da irgendwie wegholen. Ich muss mal gerade gucken. Ja, da ist der Eingang.
Dann ist da oben ein Ausgang. Dann setzen wir hier einmal den rauf. Und dann befüllen wir doch das gute Stück. Ich habe keinen Beton mehr. Was ist denn hier los? Ich bin auch völlig unvorbereitet in dieser Folge. Ist ja unglaublich. Das haben wir schon mal besser gesehen, Herr Bedotson. So nicht. So, 300 Beton reicht erstmal. Haben wir Eisenplatten? Ja. Gut. So. Ich würde den aber tatsächlich ein Stück nach vorne setzen wollen. Damit der Kran hier schön rausragt. So finde ich, glaube ich, cool. Und dann nach hinten ran. Ne, da ist die Zufuhr, das geht einwandfrei. Transportieren sollen die sowieso nichts. Ne, die sollen tatsächlich rein optisch hier ein bisschen was hermachen. Und ich überlege, ob ich gleich zwei baue. Ich glaube, ich baue gleich zwei. Einfach nur, weil es kann. Damit es schick ist. Was ist da jetzt im Weg? Ach, ich bin im Weg. Ja, das ist doof. So. Dann da passig nebensetzen. Boop. Dass wir hier ein bisschen Optik reinkriegen. Ist doch ganz schick. So, das heißt, jetzt müssen wir hier erstmal von weggehen. Boop. Da reichen die völlig. Dann ziehen wir hier schon mal Wände lang. Ja, bis hier. Hier sind zwei Eingänge, sehe ich das richtig? Ja. Das heißt, einmal so einer kommt. Die liegen ja beschissen. Die liegen ja richtig beschissen. Ich müsste ein weiter rüber, aber das will ich nicht. Dann machen wir das auch nicht. Wände. Uns reicht einer in dem Fall. Einer hier hin und einer hier hin. Das ist alles recht eng mit dem Gestein da hinten. Das ist uns aber... Nee, das ist uns nicht wurscht. Wir führen uns oben lang. Ne? Bisschen auf Realismus kann man ja achten. Die so hier lang führen. So, und da kommt dann nachher Treibstoff raus. Jetzt sind da mal noch eine Wand lang. Und... Hier wird es, glaube ich, ein Lift. Einmal nach da, einmal nach da. Dahin und dahin. Der befüllt das Ganze. Und dann brauchen wir Splitter. Wir gehen einer nach oben, damit wir besser gucken können. Zack. Oh, das ist ja scheiße. Müssen wir den tatsächlich nochmal wegnehmen? Ja, dann weißt du nicht, wo er hängt, ne? Das ist scheiße. Dann machen wir erstmal so. In der Hoffnung, das geht dann besser. Ja, viel besser. So, von da kommt. Das gleiche machen wir hier drüben nochmal. Wow. Auf Messerschneide. So. Dann einmal. Na komm. Warum ist da hingesetzt? An linken. Okay, setzen wir es hier auch an linken. Einfach aus Prinzip. Und setzen dann... Adcent. Adcent. Na komm. Snap den da an. Genau. So. Ja, gut. Das ist eine Sache, mit der ich erstmal noch leben kann. Und dann müssen wir tatsächlich von da oben... hier runtergehen. Zack, damit sollten die dann beladen werden. Rödel, rödel, rödel. Na, da ist ja viel reingekommen. Muss ich das erst einmal... Kann ich mir nicht vorstellen. Ach, das meinen die mit Zulauf. Die sind am falschen dran, glaube ich. So, und jetzt müsste Treibstoff kriegen. Ey! Ach komm, dein Ernst? Muss ich das jetzt echt alles nochmal machen? Ich krieg eine Krise, ey. Schön, wenn's scheiße läuft. Schön, schön. Gleich zu Anfang Mist gebaut. Naja. Okay. Und weg damit. Ja, macht doch Sinn. Das sieht mir nach Treibstoff aus, ne? Nach da. Und
Seht ihr, mein erster Ansatz war wahrscheinlich der richtige. Hoffe ich einfach mal. Ach komm schon. Ist das viel zu eng hier? Mann. Scheiß noch eins. So. Daran und... Boah, nur Dreck im Gesicht. Alter. Komm mal klar. So. Aber jetzt bitte. Zack. Zack. Und jetzt läuft das bitte rein. Was ist hier los? Du splittest nicht, oder was? Lass mich rollen. Was ist ja jetzt dein Problem? Mann, ey. Das ging ja eben auch. Okay. Oder auch nicht. So, machen wir es halt so. Leck mich, Spiel. Du kannst mich mal. So. Und. So. So. Und. So. Und jetzt doch hoffentlich. Der schickt das immer noch nicht runter. Wie, warum, weshalb? Mann, ey. Ich hasse es, wenn das passiert. Gut, versuchen wir es mal so. Förderst du jetzt? Du förderst immer noch nichts. Das ist doch absoluter Mist. Das kann ja hier hinten auch funktionieren. Wie kann das jetzt sein, dass es hier nicht funktioniert? Da funktioniert das sogar einwandfrei. Nochmal weg. Nochmal ein Splitter ran. Ja, ungültige Platzierung. Du kannst mich mal kreuzweise. Dahin. Jetzt mache ich es hier einen nach dem anderen. Auch schön. Von da kommt. Und. So. Und jetzt schickt das darüber. Na, geht doch. Wo war denn jetzt bitte das Problem? So, belädt er das jetzt? Belädt das trotzdem nicht. Warum nicht? Zum Konfigurieren der LKW-Station. Ja. Warum lädt er das hier nicht ein? Braucht er Strom? Der braucht Strom, okay. Machen wir mal eben provisorisch Strom rüber. In der Hoffnung, dass es dann geht. Nicht genug Freiraum. Brauchst du denn hier für Freiraum? Ah, er braucht Strom, okay. Damit können wir arbeiten. So, aber so will ich das eigentlich nicht haben. Ich will hier immer noch so einen dran haben. Jetzt geht's. Und das geht auch. Sehr schön. Probieren wir den dann nochmal. Reißen das da einmal weg. Und da... Das brauchen wir... richtig rum bitte. Klatschen das da ran. Stellen das so rum ein. Hüpfen hier einmal hoch. Oder auch nicht. Ziehen das hier lang. Und es läuft. Okay. So far, so good. So. Das läuft auch. Sehr schön. Und dann bitte dahin. Provisorisch Strom. Wir holen gleich richtigen. Machen wir am besten von hier, wa? Das bietet sich ja geradezu an. Auf welcher Höhe haben wir das? Ja. Zack. Käbelchen rüber. Und dann legen wir das nachher hier außen rum. So. Die beiden werden betankt. Sehr schön. Da geht sogar mit 200 ganz gut was rein. Und dann bauen wir uns da hier mal so einen... Bauen wir uns einen LKW? Oh, der kostet Computer, sehe ich gerade. Das ist ja scheiße. Bauen wir erstmal nur Schlepper. Signalisatoren. Ach, komm schon. Habe ich hier nicht vorgesorgt und irgendwie was zwischengebaut? Nö. Echt keine Werkbank hingesetzt? Das ist ja arm. Aber hier haben wir eine. So, 5 Signalisatoren. 2, 3, 4, 5. Und jetzt können wir den guten bauen. Fertig. Dann kriegen wir hier ein bisschen Bewegung rein. So, den laden wir einmal.
Halt, wo hast du deinen Tank? Oh. Oh, cool. Das funzt gleich. Das ist ja geil. Ah, geil. Das ist ja cool. Okay. Autopilot auf tief? Nein. Oh. Wie kann ich denn... Düdüd. Boah, wer das auch mit Aufnahme mit aufnimmt? So, jetzt ist die Frage... Ich muss einmal in Optionen gucken. Steuerung. Wie ich die Aufnahme aktiviere. Crouch, Flashlight, bla 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 bla. Emote Wheel brauchen wir nicht. Foto brauchen wir auch nicht. Da bin ich doof. Rödel, rödel, rödel. Shortcuts. Open Chat. Dismantle will ich nicht. Will ich nicht. Will ich nicht. Will ich nicht. Will ich alles nicht. Inventory. Crouch. Interact. Steht da alles nirgends. Keine Aufnahme. Düdüd. Wie macht er das? So, steigen nochmal ab. Keine Aufnahme. So. Also. Moment. Und da ist er wieder. Es war ganz einfach. Einfach so. So. Wir starten jetzt einfach mal eine Aufnahme. Und düsen einfach mal eine Runde durch die Basis. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. So. Und dann tuckern wir hier einfach mal runter. Und dann haben wir hier nachher am Ende hoffentlich... Zip. Ein Fahrzeug, das fleißig durch unsere Base fährt. Ich weiß zwar noch nicht, wo ich hier langkomme, aber das werden wir gleich sehen. So, komm, die steigen Schasse. Oh, kommen wir da drunter durch? Ich bin mir nicht sicher. Wir fahren einfach außen rum. Oder auch nicht. Rappimmel. So viel dazu. Aufnahme beenden. Das war doof. Wir müssen, glaube ich, erstmal eine Route hier festlegen, wo wir lang fahren. Ah, das wird hier auch eingeblendet. Cool. Wo können wir hier lang fahren? Hier drunter kommen wir ebenfalls nicht durch. Das ist ein bisschen doof. Aber ich glaube, hier vorne wird das Band höher. Hier kommen wir durch. Ne, hier kommen wir auch nicht durch. Mein schöner Plan wird hier zunichte gemacht durch Fließbänder, die im Weg sind. Das ist äußerst unschön. Das läuft auch bis hinten durch. Na, was für eine Scheiße. Ich glaube, wir müssen dem eine Rampe bauen. Wir müssen dem tatsächlich eine Rampe bauen. Weil der hier sonst nirgendwo lang kommt. Aber erstmal cool, wir haben ein Fahrzeug. Woo! Wie muck wie das? Kommen wir überall nicht lang. So, wir kommen hier hoch. Gerade so. Der wird sich da tausendmal verhattern, oder was? Komm, gib alles. So, und wo kommen wir dann lang? Liebes Katerium, du bist im Weg. Du bist massiv im Weg. Da ändern wir jetzt was. Wir steigen mal einmal aus. So. Hier muss was geändert werden. Generell bin ich ja mit dieser hohen Zufuhr eigentlich recht unzufrieden. Ne? Aber gut, daran soll es nicht hapern. Wir machen jetzt einfach so. Knallen hier einmal einen neben. Aber näher. Eigentlich so nah wie möglich. So. So, Minimum da oben wollen wir durch. Einmal so. Einmal so. Wir reißen das hier wieder ab. Und gucken mal einmal, ob wir da durchkommen. Ja, wie cool. Okay. Das läuft schon mal. Aber mit der Optik bin ich nicht zufrieden. Wir nehmen das nochmal weg und versuchen mal Folgendes. So und so. Kommen wir hier doch garantiert mit der Kurve rum. Sehr schön.
So. Reißen das hier ab. Und machen das einmal. So. Und einmal. So. Schicken das dann hier rüber. Dann wird es da ganz schön eng. Wir machen das auf die andere Seite. Wir brauchen hier den Platz. Das geht so nicht. So und so. Zack. Und zack. So und so. Und dann geht das. Rauf und runter. Auf und nieder immer wieder. So, der Optik halber stützen wir den hier nochmal ab. Da hinten ist doof. Wir machen das da. Und dann haben wir eine schöne Brücke für unseren Laster. So, wir fahren mal die Strecke weiter ab. Gucken, ob wir hier nochmal so einen Stolperstein haben. Ich sehe da vorne schon einen. Hier können wir auch auf keinen Fall durch. Doch, wie geil. Wie gut ist das denn? Okay, dann können wir nämlich hier hinten lang fahren. Und es ruckelt wunderbar. Warum es im Singleplayer die Fahrzeugbewegung ruckelt, ist mir jetzt gerade nicht so. So, und wir könnten mit der Farbkanone, könnten wir uns hier sogar einen Weg markieren. Was ist das? Cruisen einmal ums Gebäude rum. Fahren dann hier lang. Schwupp. Oh, so fahren wir hoffentlich nicht. An unseren modularen Rahmen vorbei. Du bist jetzt im Weg. Schwupp. Sehr schön. So, die Frage ist, fahren wir hier lang? Ich glaube, wir fahren hier außen lang. Und hier ist ganz schön eng. Ne, hier ist zu eng. Hier will ich nicht lang. Okay, dann also hier lang. Ja, einfach, damit wir hier ein bisschen Bewegung im ganzen Spiel haben. Hier hinten haben wir ja... Ja, da sind Förderbänder, okay. Aber dann kommen wir hier auf jeden Fall hoch. Das war mit der Aufnahme ein bisschen voreilig, wa? Eigentlich will ich da hinten lang. Komm ich da hin? Stimmt. Wir gucken mal. Hier steht ein Miner, ne? Scheiße. Okay, hier können wir nicht lang. Dann bauen wir uns eine andere Strecke. Oh, 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 oh. So. Gut, dass wir ein bisschen Beton mitgenommen haben. Na, ein bisschen wenig Beton, würde ich sagen. Aber gut. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Vielleicht wird das ja was. Hier wollte ich sowieso zubetonieren. Passt schon. So. Ist hier auch gleich Ende Gelände. Ja. Gut. Das kommt weg. Dann machen wir hier einmal die. So. Spielkram. Spielkram finde ich ja gut, ne? Bin ich ja eigentlich Fan von. So, die Rampe kommt so auch weg. Da machen wir eine flachere hin, nämlich auch so eine. So. Gucken wir, dass wir auf eine Höhe kommen. Das müsste hier sein. Sehr schön. Und wir kommen sogar mit Beton hin. Wie gut ist das? So, schaffen wir hier ein bisschen Platz. Wenn wir schon dabei sind, machen wir hier gleich dicht. So. Es lebe der Asphalt. So, weiter geht's. Hier kommen wir jetzt sauber hoch. Und dann passt er hoffentlich da vorne durchs Tor. Das wäre total gut. Bitte pass durchs Tor, pass durchs Tor. Ja, wie geil. Wie im Weg bist du denn? Scheiß noch eins. Ja.
Das ist... Obwohl... Ich habe eine Idee. Moment. Ich will das ja hier nicht so in der Luft hängen haben. Das finde ich ja auch scheiße. So, das ist eins zu weit vorne. So. Wieder eins zu weit vorne. So, so. Nehmen das weg. Setzt da weiter welche drauf. Sehr schön. Na komm. So. Hier das gleiche. Na komm schon. So, dann ist das quasi eine Aufhängung. Das nehmen wir weg. Dann hängt er in der Decke. Aha, schlaues Markus. So, dann können wir hier weiter durch. Schön ge... Oh. Okay. Ich räume ein. Das ist ein Problem. Das ist ein großes Problem. Das gelöst werden muss. Wir müssen also irgendwo Platz schaffen. Was ist das denn hier? Muss ich mich rollen? Weg damit. Hier kommen wir nicht lang. Ich werde wohl gleich ein bisschen Beton holen müssen. Damit wir den Weg hier auch schaffen. So. Ja. Ich habe ja hier meine Betonfabrik, siehste. Das ist ja eigentlich gar kein Problem. Und dann habe ich eine geile Idee. Ist wahrscheinlich auch schon sind wahrscheinlich auch schon 1000 Leute drauf gekommen. Aber guck mal, das ist ein Abfallcontainer. Das ist Beton. Gib her den Kram. Brauchen wir. Machen wir wieder voll. Kommt erstmal eine Weile nichts im Lager an, aber das ist egal. Wir werden nämlich einfach den Zwischencontainer hier, also den, abgesehen davon, dass wir den eh weglassen könnten, den werden wir aufbauen. Wieso läuft hier eigentlich nichts? Hier kommt nicht mal was an. Wie kann das denn angehen? Wieso kommt hier nichts an? Ach, hier geht was weg. Hier würde was weggehen. Hä? Was ist hier los? Da läuft's, da läuft's, da läuft's nicht. Wie wieder so ein... Das hatten wir da vorne schon mal. Das kommt mir bekannt vor. So, da habe ich schon rattern sehen. Gott, jetzt sind sie da. Und jetzt bitte... Hier sauber rauf. Und dann darüber. Kein Wunder, dass hier nichts läuft. Tada! So. Zumindest theoretisch. Aber... Wir gebieten dem schon wieder Einhalt. Das muss entsprechend auch gleich geändert werden. Wir werden jetzt nämlich auch wieder mit den Teilen hier. So müsste passen. So, so, so. Dann bauen wir da einmal eine Wand hin. Zack. Einmal die hier. So. Die Wand wieder weg. Ist das hoch genug? Ja, da kommen wir durch. Okay. Und dann klatschen wir da mal einen Container drauf. Der wegen den Dingen jetzt nicht geht. Das ist doof. Einmal weg. Ihr hier oben auch. Weil wenigstens ihr seid im Weg. Boden zu steil. Willst du mich rollen? Naja, gut. Komm. Kriegst du halt nochmal einen dazu. Den wir hier mittig hinstellen. Stand der vorher auch so oder stand der weiter hinten? Der stand weiter hinten.
Da reicht. Nee, wir brauchen einen doppelten. Sonst kommen wir nicht mit allen Fließbändern ran. Ja, so müsste er gestanden haben. Kommt das hin? Auch von wegen. Ja, wird schon. Nee, der ist wieder zu weit vorne. Was soll denn das? Warum kriege ich denn den hier jetzt nicht mittig hin? Was soll das denn? Moment, wir knobeln weiter. Quatsch. Hier. Wir haben noch alles da. Die. Wie ist das denn jetzt passiert? Habe ich mich hier etwa verdrückt? So. Shortcut wieder eingeführt. Das Ding kommt weg. Das Ding kommt weg. Und dann versuchen wir das nochmal. Ich will das jetzt so haben. Ich will hier meine kleine LKW-Linie haben. Das kommt auch nochmal weg. Das passt dann. Jetzt geht's. Sehr schön. Ich glaube, jetzt müsste er parallel stehen. Ja. Feini. Und dann gucken wir doch mal, ob wir das mit denen hier irgendwie sinnvoll abgestützt kriegen. Wir können noch einmal. Okay, das sieht so aus. Das ist besser. Aber ein war darüber. Ein hier. Stellen wir hier noch einen hin. Oder auch nicht. Daneben hier. So. Dann haben wir hier einen aufgebockten Container. Da machen wir. Ja, das klappt natürlich jetzt wieder nicht. Okay. Halb so wild. Einmal nach da oben. Obwohl. Das ist ja gänzlich falsch jetzt hier. Das muss weg. Wobei, wieso kommt hier eigentlich nichts raus? Was ist denn hier los? Ihr kriegt keine Eisenbarren. Wieso bekommt ihr keine Eisenbarren? Hier läuft gar nichts. Wieso läuft denn hier gar nichts? Weil hier Kohle anliegt. Warum liegt denn hier Kohle an? Was ist denn hier passiert? Hier liegt überall Kohle an. Aber hier soll keine Kohle anliegen. Hier sollte eigentlich Eisen anliegen. Das geht nach da. Wir sind am falschen Band dran. Und steht hier wahrscheinlich auch alles. Hä? Wie kann das denn sein? Ist das richtige Band? Ist auf jeden Fall angeschlossen. Jetzt kommt Eisen. Ah, bin ich hier mit so einem Umbaumaßnahmen beschäftigt. Aber das ist ja hochgradig interessant. So. Wie kommt denn hier so viel Kohle hin? Totaler Mumpitz. So. Ne, Moment. Das war das falsche Band. Na, da sollte wahrscheinlich sogar Kohle hin. Scheiße. Nee, hier liegt Kohle an. Eisen. So, das. Ich muss jetzt mal gucken, wo das hier hinführt. Meine Fresse. So, das geht doch jetzt wahrscheinlich. Ja, da soll Kohle. Da ist nur einfach voll. Gehen wir das hier runter. Erstmal nehmen wir das weg. Dann nehmen wir das weg. Bauen wir es wieder an und schöpfen hier erstmal echt jetzt Dreck. Mann, ey, ich wollte so viel schönere Sachen machen. So, weg damit. Und jetzt schöpfen wir hier das Eisen ab. Oh, bitte. Mann, ey. Weg damit. So.
ist denn hier passiert? So. Jetzt wird das Eisen erstmal los. Das kommt hier hin. Was ist hier passiert? Noch mehr Eisen. Schön. So. Dann soll hier eigentlich Kohle laufen. Und da Eisen. Ah, die laufen. Sind genau vertauscht. Wie ist denn das passiert? Das hier oben soll eigentlich dahin. Und passt jetzt natürlich nicht wegen dem Splitter. Wie asig. Okay. Gut. Das Problem kriegen wir gelöst. Die alle einmal weg. Muss das hier nur Schritt für Schritt machen. Dann wird das auch. Hoffentlich. So. Du sollst nach... Das kommt weg. Nach hier führen. Okay, das geht soweit. Dann kommt hier auch wieder Kohle an. So, und das Eisen soll eigentlich da oben hin. So, jetzt wird das da auch richtig verteilt. Jetzt haben wir hier einen Haufen Kohle liegen, die wir da nicht liegen haben wollen. Ja, ist alles vollgeschissen. Nee, das geht noch. Okay. Okay, das kriegen wir hier abgeschöpft. Gut, 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 gut. Wie machen wir das? Ich habe eine Idee. Wir knallen hier einmal kurz einen Lagercontainer ran. Ne, noch besser. Ein Schredder. Produktion. Nee, Spezial. Awesome Schredder. Haben wir alles da. Das ist ja Wahnsinn. So. Was liegt hier auf? Auch Kohle. Okay, das ist scheiße, aber das kriegen wir gelöst. Dann zwei intelligente Splitter. Weil das jetzt alles einzeln wegnehmen, da wäre ich ja mal im Kopf. So. Ein hier. Ein da. Rechte Ausgabe Kohle. Blut. Hase. Kohle. Mittlerer Ausgang. Alles Unbestimmte. Linker Ausgang Kohle. Na, wir machen erstmal. Mittlerer Ausgang, alles Unbestimmte und linker Ausgang. Petro Koks? Nee. K. Kohle hier. So, dann hauen wir da einmal einen Splitter in die Mitte. Fusionator. Und dann haben wir das hier doch ruckzuck weg. Die gleiche Höhe bitte. Ach, scheiße, egal. Die gleich wieder abgerissen. Ach komm schon! Daran, daran. Da läuft die Kohle. So. Und dann wird er da geschreddert. Dann braucht der noch einmal Strömung. Das kriegen wir auch hin. Die liegt doch hier irgendwo. So. Und dann lass den Scheiß ablaufen. Hier oben. Oh, hier haben wir noch mehr Kohle. Scheiß noch eins. Müssen wir hier auch irgendwie wegkriegen. Oder soll da... Ne, da soll auch Eisen liegen. Was ist denn das hier? Das ist ja Bullshit. Uraltbänder. Das brauchen wir wirklich nicht mehr. So. Okay. Das Problem ist dann schon mal wieder gelöst. Hier können wir das tatsächlich nochmal wegnehmen. Ich hoffe, der ist nicht voll mit Kohle. Ne, geht auch gar nicht. Hier machen wir das gleiche. Weg damit. Nehmen die... Zack, Kohle da raus. Reißen das hier nochmal ein. So. Bauen uns hier fix einen Container hin. Den wir dem Scheiß aus dem Inventar noch ablaufen lassen können. Hier Kohle weg.
Hier liegt immer noch Kohle. Kohle weg. So, okay. Das läuft wieder. Hier wird noch fix die restliche Kohle abgeführt. Und damit haben wir das hier unten schon mal fertig. Jetzt müssen wir das oben noch irgendwie wieder richten. Na, das mache ich nicht. So, das heißt, das können wir abreißen. Dass hier jetzt zu viel das Eisen, ehrlich? Komm schon. So, ran. Und den Müll weg. Kohle, Kohle. Katerium. Alles nehmen. Alles nehmen. Und wo ist es? Da ist Eisen. Na? So. Okay. Lassen wir es erstmal abfördern. Dann läuft wieder alles. Das hätte ich gerne noch ersetzt. Vielen Dank. Und hier haben wir schon neue. Na, auch nicht überall. Wir müssen ja hier nicht mit dieser Uralttechnik arbeiten. Was soll das? Da auch. Und hier haben wir schon neuere. Okay. Da oben nicht. Dann ist der doch bestimmt auch noch alt. Genau. So, hier ist schon alles. Hier ist schon alles neu. So, gut. Fabrik aktualisiert. Der arbeitet wieder und der ist leer. Sehr schön. So, ähnliches machen wir jetzt da oben. Ich wollte da nie wieder hin. Ich erinnere mich noch irgendwie duster an dieses vollgepropfte Ding. So, hier kommt Kohle rein, sollte aber Eisen jetzt rein. Okay. Einer läuft hier hin, einer läuft dahin. Ja. Abo nehmen das weg. Erstmal intelligente Splitter. Da. Ja, mal hier vorne fertig. Ein dahin, ein dahin. So, mittlerer Ausgang ist Eisen. Und in dem Fall linker Ausgang ist Kohle. Mittlerer Ausgang Eisen. Einfach alles Unbestimmte. Scheißegal. Und rechter Ausgang Kohle. Und ich wundere mich. Nichts läuft. So, wie ist das jetzt, wenn ich die hier anbringe? Die laufen trotzdem gerade. Okay. Ein hier hin. Da passt natürlich nicht. Herrlich. So ein Aufriss für nix, ey. Ach komm schon. Zack. Soll nicht schön sein, soll nur funktionieren, du Scheißding. Ja. Keine Ahnung. Nee. Egal, wir füllen das hier erstmal ab. Das kann ja schon mal laufen, während wir uns das hier überlegen. So muss die Kohle bis da weg. Wie kriegen wir den da weg? Ja. Unkonventionell, aber okay. Ist ja keine Dauerlösung. Nee, macht er nicht. Okay. Am Ende alles doof. So, geht nicht. Sind wir bis da gekommen. Toll. Bringt gar nichts. Den auch weg. Ach komm, ich will da doch nur die scheiß Kohle vom Band haben. Das kann ja nicht so schwer sein. Na gut, nur so. Weg damit. Einmal hier rüber, einmal dahin. Aus die Maus. Okay. Damit kannst du dann auch weg. Und du auch. Und du bist eigentlich, hast deine Schuldigkeit auch schon getan.
Der ist auch schon durchgelaufen, sehr schön. Hat da alles vom Band abgegriffen. Darf dann also auch weg. So, machen wir nochmal einen Container. Meine Fresse, das zieht sich. Ich habe so schöne Sachen geplant und nichts davon kann ich umsetzen. So, wo ist denn hier? Gut, dann will ich nämlich das hier auch gleich abladen. Komm. Schredder den Scheiß weg. Zack. Und zack. Rennen wir nochmal nach oben, greifen da oben die Kohle ab. Was wahrscheinlich gar nicht mal so wenig ist. Ah, jetzt kommt Eisen. Aber hier steckt irgendwo noch Kohle drin. Jetzt läuft's rein, okay. Gleiche machen wir hier. Das bringt erstmal noch gar nichts. Wir müssen es weiter abgreifen. Ach komm. Okay, ab da haben wir Eisen. Rinder. Und hier. Jo. Kohle abgreifen. Bis Eisen kommt. Da haben wir Eisen. Weg. Weg. Na, war noch was. Ne, sehr schön. Ach, da war doch noch was drin. So. Und hier machen wir das gleiche. Die Restkohle noch. Kommt nochmal ein Schlag. Ach komm schon. Das ist doch scheiße. So, komm schon. Jetzt läuft das wieder. Okay. Ist wieder Kohle aufgetaucht. Du bist einfach nur voll, du bist einfach nur voll. Okay. Hier nochmal die Kohle weg. So, hier oben läuft es dann auch wieder. Super. So, Problem behoben. Jetzt zu dem, was wir eigentlich machen. Ach, fuck, ey. Naja, zum Glück nur Eisenplatten. Obwohl, die kann ich auch einfach hier. Passt schon. Zerstören. Zerstören. Fertig. Weg den Scheiß. So. Jetzt haben wir hier noch so einen einzelnen. Wieso liegt denn hier jetzt noch vereinzelt Kohle? Was ist das denn? Jetzt ist hier mal so, oder was? Wie ist das denn bitte passiert? Die Kohle soll da raus. Mann, ey! Oh, ich krieg hier eine Macke. So, weg, 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 weg. Wie kommt denn da vereinzelt bitte Kohle zwischen? Das ist ja Tinnef. Ist das hier garantiert? Ja, natürlich. So, nur noch Eisen. Da liegt noch einmal Kohle drin. Mann, ey. So. Hier läuft's wieder. Und hier haben wir. Ne, hier läuft's. Okay. Gut. Jetzt bitte hier keine verfickte. Entschuldigung, verfickt. Kohle mehr. Gut. Läuft das ja im Endeffekt mal wieder. Jetzt waren wir hier. Jetzt haben wir so einen schönen abgestützten Container gebaut, der überhaupt nichts bringt, weil wir da trotzdem nicht durchkommen. Also werden wir es wohl doch mit einem Tunnel machen. Wände, so, ein hier, ein da. Ach, machen wir gleich. Machen wir so. Ja, die ist okay. Zack. So. Mal ein bisschen Platz hier. Nur um so einen Scheiß zu machen. Unglaublich. So, jetzt brauchen wir. Das sieht scheiße aus. Das sieht scheiße aus.
Dann mache ich den doch lieber so. So. Wir setzen ein Dach drauf. Und dann ist es auch okay. So. Dann muss das alles irgendwie wieder angeschlossen werden. Passt hier natürlich nicht. Natürlich. Jetzt sag nicht, das läuft. Tatsache. Ja, das läuft tatsächlich. Da kann da schon mal wieder ran. So, und Überschüsse sollen... Ah, ja, okay. Aber da werden nicht viele Überschüsse entstehen. Na, vielleicht doch. Wir machen mal nochmal weg. So, dann schalten wir hier einmal den intelligenten Splitter. Na, bin ich doof. Intelligente Splitter. Hoch da, du Nulpe. So. Achso, der hat nur einen Eingang. Ja, scheiße. Ja gut, kriegen wir geregelt. Kriegen wir alles geregelt. Hier, Markus lässt sich von nichts abbringen. So, mittlerer Ausgang. Eisenstangen. Und nach links oder rechts. Von da ist kommend. Und links den Überschuss. So. Dann kommt der hier einmal hin. So. Zack. Dadurch führen wir Überschüsse ab. Und der hier. Ja, das ist ein Ausgang. Das ist ein bisschen doof. Aber es geht trotzdem. So. Dann machen wir einmal hier eine Stütze hin. Führen die nach hier. Nach da. Das gerade wäre auch schön. So. Und der baggert das da einmal hoch. Und jetzt muss ich erstmal überlegen, kommt von noch irgendwo was? Von da kommt auch noch was. Wie uncool. Aber der kann über den zweiten Eingang hier laufen. Haha. Okay, so will er einen Schuh draus. Ja, den lassen wir über den zweiten laufen. Ne, ja, der ist dann quasi dauerhafte Zufuhr. So, da rein. Dann wird nur ein Überschuss abgeführt, aber das ist gar nicht weiter wild. Wieder mal um die Ecke gehüpft. Den muss ich hier gar nicht hochführen. Der passt hier so rüber. Oder mache ich das? Nee. Da kommt einfach nur. Einmal der hier. Dann kommt das. Wieso geht denn das hier ganz durch? Tinnif! Tinnif, sage ich. So. Und darin. Und dann laufen die Eisenstangen wieder. Füllt sich sogar ein bisschen. Das ging ja schnell. Mensch, habe ich hier so viel Zufuhr und da so wenig? Könnte man fragen, macht das Sinn, ne? Und ich habe da noch alte Bänder, sehe ich gerade. Das erneuern wir mal ein bisschen. Zack. Ich meine, die reichen von der Sache her, aber was soll der Geiz? Das fühlt sich am Ende eh. So, jetzt überlege ich, ob ich... Ja, da wird der Überschuss abgeführt, den es nicht gibt. Ob ich hier vielleicht nochmal eins rüber schicke. Dass wir hier quasi so einen Anbau dran haben. Ja, weil der braucht nicht zwei Zuläufe. Drei sogar, ne? Eins, zwei, drei. Dann säbel ich den noch lieber hier hin rüber. Und fülle damit die Produktion auf. Dann nehme ich einfach so.
So. Und führen das hier rüber. Zack. Dann machen wir einmal. Wir gucken mal. Das so machen. Dann will ich das hier auch zu haben, ne? Also so ein also hier auch quasi so ein Anbau ran. So, das passt jetzt natürlich nicht. Ja, ja, ja. Auch so. Was dann habe ich hier das Problem? Achso, das ist die Abfuhr. Okay. Das ist eigentlich das Problem. Auch das kriegen wir geregelt. So. Wir bauen hier einmal ein schickes Dach drauf. Was hier natürlich schon wieder nicht mehr klappt, weil hier natürlich der Container steht. Du hast aber auch eigentlich keine Bewandtnis. Wie drehen wir das? Wie drehen wir das? Wie drehen wir das? Ja, kommt ein hoch, ne? Relativ easy. Bocken wir auch auf. Ich wollte was völlig anderes machen und mache jetzt hier das. Auch der Hammer irgendwie. So. Da unten hin. Das kommt weg. Hier alles rüber. Dich reißen wir einmal komplett ab. Weg damit. Einmal so, einmal so. Und dann muss das eigentlich da hoch. Und zwar alles. Das heißt, wir führen das hier rüber. Gerade wenn es geht. Bis nach hier. Machen dann hier so. Knulzen hier den großen Container hin, weil wir da auch einen haben. Obwohl, da reicht der kleine eigentlich. Ja, wir brauchen ja nur einen Eingang. Das heißt, wir nehmen so ein. So. Setzen da auch einen intelligenten Splitter. Den intelligenten Splitter vor. So, hier hinten den Fusionator. So. Alles noch gerade, sehr schön. Mittlerer Ausgang sind Eisenstangen. Und der linke müsste es gewesen sein, der Überschuss. Das kommt einmal weg. War sowieso falsch gebaut, auch geil. So, das kommt hier hin. Und geht dann hier rein. So. Knallen wir das hier noch einmal rüber. Zack. Und hier machen wir das gleiche. Und dann läuft das doch. Ich das nicht auch da drin machen können? Jetzt mal ernsthaft. Wäre auch da drin gegangen, ne? Und einfach alles eins höher liegen können. Quasi unter die Decke gehängt. Aber okay. Jetzt haben wir es so. Haben wir es einheitlich. Alles cool. Dann nehmen wir nicht so ein Fundament, sondern so eins. Ja. Sehr schön, sehr schön. Nee, da wollten wir nicht ran. Gut. Oh Gott, oh Gott. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Wo muss ich lang? Ah, hier muss ich lang. Brumm. Und ab durch da. So, ich hoffe, hier läuft wieder alles. Wenn nicht, in die Kommentare bitte. Ihr könnt das mittlerweile echt gut. Ihr wisst, wo der Schrott hinkommt. So. Damit sind wir jetzt hier. Und alles läuft wieder. Wunderbar. Und wir können hier unsere Arbeit weiter verrichten. So. Und so. Haha. Wir müssen wieder irgendwas wegkloppen. Was ist das? Bauxit. Na, ich werde verrückt. Das können wir doch bestimmt nochmal irgendwie für die Forschung gebrauchen. So. Und dann haben wir hier ja ein dezentes Problem. Das heißt, da unten können wir nicht langfahren. Ne, also wir können da nicht mal eine vernünftige Rampe ranbauen.
Wir gehen nochmal in Höhe. Und das können wir wegsäbeln. Ich will eigentlich relativ viel Grün erhalten. Ich das ja eigentlich nicht ganz hässlich finde. Okay. Dann sind wir hier. Kommen wir hier schon wieder irgendwie runter? Macht es Sinn, hier irgendwie runterzukommen? Ist die nächste Frage. Da kommt irgendwann mal eine Brücke rüber, bin ich mir ganz sicher. Und dann müssen wir ja hier wieder den Anschluss finden. Das heißt, hier hinten ist eigentlich wie gemacht für eine Rampe, ne? Denn hier kommen wir dann wieder rein. Oder können wir hier eine Rampe ranbauen? Auch cool. Auch cool. Ich glaube, das machen wir. Nutzen wir die Decke hier einfach als Straße. Ja. Desmokwi. Desmokwi, Desmokwi. Hier mit den Dicken aber. Und dann... Quatsch, Fundament aber richtig. So. Ja, weiter eigentlich nicht. Da brauchen wir jetzt die anderen Platten. Und zwar die. Und dann düsen wir hier weiter runter. Und haben dann noch tatsächlich eine Fahrzeugrampe. Ich werd verrückt. So. Oh Gott, ist die Zeit schon fast rum? Ja, tatsächlich. Ich drehe durch. So, hier führt eine Fahrzeugrampe rauf und dann bauen wir hier noch eine runter. Autosave. Puff. So. Und hier geht's weiter. Nee, so. Kommen wir hier noch rum? Ich glaube, wir kommen da sogar rum. Bauen uns dann Ständerweg runter und dann wird das schon. So. 1, 2, 3, 4. Ja, das ist super gut. Nee, das brauchen wir gar nicht. So. Ich glaube, wir müssen gar nicht so weit raus. Wir können noch mal... Können wir noch mal eins zurück? Nehmen wir hier... Nee, das ist doch schon gut. Das machen wir so. So. Und dann führt hier der Weg. Ey. Scheißding. Zurück ins Lager. Und wir haben unseren Rundweg. Ja, fast fertig. Sehr schön. Das müssen wir nochmal abstützen irgendwann. Aber das machen wir nicht jetzt. Wir wollen erstmal hier unseren Weg fertig kriegen. Warum steht da oben so ein Aufbau drauf? Macht das Sinn? Macht das Sinn? Nein, du machst überhaupt keinen Sinn hier oben. Lass das bleiben. So, das heißt, hier düsen wir erstmal weiter. So. Ach ne, wir müssen da hoch, ne? Oha, das wird mit 300 ja schon eng. So. Und dann die Flarren hoch. Ich hoffe, das reicht. Vom Winkel, aber müsste. Ja, das sieht gut aus. Das müsste schon fast die Höhe sein. Zumindest von denen da. Ne, die sind noch höher, ne? Und die müssen noch höher. Weil das schon gar nicht passt. Ich habe eine Idee. Wir machen einmal die hier. So. Bis hier hinten rüber. Na komm. Und noch ein. So. Dann machen wir die hier hin.
Das wird so erstmal nicht gebraucht. Die kommen auch weg. Und dann brauchen wir die hier. Zack. Weil hier hinten bauen wir erstmal eine ganze Weile nicht weiter. Da möchte ich hier ungern so ein fettes Ding stehen haben. Wenn ich das gerade überhaupt nicht brauche. So, 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 so. Du ein Höhe. Dann sind wir zu hoch. Ja, so passt doch, oder? Zack, zack. Hier nochmal einen drunter. Und da kam daneben. Geht noch einer, sehe ich genau. Sehr schön. So. Halt. Jetzt die Platten hier hin. Kommen wir mit Beton gerade so zurecht. Meine Herren. Das ist ja... Ach komm schon. So. So. Und so. Und dann haben wir den Kreis geschlossen. Warum ist da offen? Was ist das denn für ein Tinnif? Mach zu die Hütte. Was auch immer ich da irgendwann mal machen wollte. So, dann machen wir hier. Da wollen wir auch nicht geizen. Ja, lassen wir es mal so. Und dann haben wir hier tatsächlich einen Rundweg. Das ist ja unglaublich. Ja. Dann können wir gleich aufnehmen. Und dann fährt unser Auto. Aber auch gerade so, meine Fresse. Engedengedeng. Das fehlt mir, finde ich jetzt cool. Das mag ich, glaube ich. Ding. Dann hier rum. Oh, nee, gar nicht rum. Scheiße. Aber wir müssen nachher eine perfekte Runde fahren, damit das Ding hier vernünftig lang düst. Und hier nicht immer sonst wie kreuz und quer fährt. Wir könnten hier nochmal ein paar Geländer ranbauen. Zack, zack, zack. Dann wissen wir auch, wo es lang geht. Da hinten bauen wir auch eins hin. So. Und dann sind wir tatsächlich da. Und zurück am Anfang. Herrlich. So. Dann halten wir doch mal hier an. Wird er gleich betankt? Wir gucken mal. Ja, ist betankt worden. Sehr schön. Dann Aufnahme starten. Und gucken, was passiert. Ist der Container da vorne natürlich im Weg. Das finde ich ein bisschen uncool. Aber okay. Wir kriegen das schon hin. So, hier rum. Ich hoffe, ich kriege den Weg noch aus dem Kopf hin. Der wird sich wahrscheinlich tausendmal festhaken. Hier hoch. Unten muss das Batterium mal weg. Hier drunter durch. Dann fahren wir hier lang. Bis nach hier hinten. Warum ruckelt denn das so? Das ist doch scheiße. So. Ey, Mist. Ah, wir gucken uns das nachher an. Ja, geil. Da ist jetzt auch der Pfeil drin. Scheiße. Naja, okay. Wir gucken. Wir sollen übrigens einen Bahnhof hin. Das ist der große Plan. So. Hier rüber. Darunter. Hier hinten durch. Dann hier lang. Einmal querfeld ein. Hier ein bisschen einscheren.
Ja, kleine Einstimmung auf die Factory-Kappe. So, jetzt hier lang. Auch dieses Ruckeln und Haken macht mich wahnsinnig. Dann hier hoch. So. Boah, das wird die Pest für den Autopiloten. Vor allem hier vorne ist da richtig schön eng, ne? Ein bisschen rangieren, der kommt hier niemals lang. Das sehe ich noch nicht. Der wird da ständig festhängen. Aber wir gucken. Wir gucken uns seine Runde gleich mal an. Haben es ja gleich geschafft. Wie viel Benzin braucht er? Ja, etwa 30 pro Runde dann, ne? Müssen wir mittelfristig mal für Nachschub sorgen. So, hier übers Dach runter. Und dann sind wir auch schon da. Mal sehen, ob er das macht. Und hier anhalten. Halt, Stückchen zurück. Nee, Stückchen wieder vor. Na egal, passt. So. Aufnahme beenden. Und Autopilot aktivieren. Ich muss jetzt absteigen. Vermute ich einfach mal. Na, ich bin gespannt. Das ist schon mal irgendwie nicht so genau mit dem Anhalten, aber okay. Und dann pace er hier lang. Wie gut ist das? Mal schauen, wie weit der kommt. Ich bin gespannt. Boah, der ist ein bisschen schneller als ich, wa? Hinterher. So, erste Engstelle. Das könnte schon eng werden. Ja, ganz gut gemeistert. Hier lang. Ja. Okay. Er fährt dann wieder runter. Was macht er denn? Voll einschlagen, das ist nur ein Scheißidee. Er konnte das mit nichts. Nee, das wurde schon... Entschuldigung. Ich nehme mal ein erfrischendes Heißgetränk und amüsiere mich hier weiter über meinen Kumpel. Na, kommt jetzt hoch? Ja, ich stelle auch immer nur die besoffenen Fahrer ein. Ne? Oh, er hat es geschafft, hinterher. Er gibt alles. Jetzt muss er hier unter dem Ding durch. Das kriegt er souverän hin. Sehr schön. Hat sich drunter durchgeschoben. Ja, hier hinten zweifle ich, dass es ein Problem gibt. Jetzt einmal ab. Tschüss. Da bin ich noch so ein paar Strecken vom Bauen. Ich finde das ganz witzig. Mir das hier mal lebendig. Läuft man hier so lang und dann. Hoppala. Was jetzt? Kommst du nicht? Doch. Und dann kommt hier so ein kaputter Irrer mal lang gefahren. Zusammen mit den Zügen wird das irgendwann echt geil. So, da pisst er. Fahr hier nicht gegen das Gelände. Sehr schön. Ja, er bremst ein bisschen. Sehr schön. Das gefällt mir. In Kolonne würde ich hier wahrscheinlich keinen fahren lassen, aber überall. Die Frage ist, ob ich das für jeden einzeln aufnehmen kann oder ob ich die Aufnahme irgendwie überschieben kann. Das wäre echt schön. Oh, finde ich klasse. Finde ich total klasse. Scheiße. Mit dem, also zwei breit sollte es sein für die Teile, ne? Also alles andere führt wirklich zu Problemen. Wäre halt schön, wenn er exakt auf der Spur bleiben würde. Was passiert eigentlich, wenn ich mich hier hinstelle? Okay. Ich werde überfahren. Er bleibt sogar liegen.
Okay, hier ist er schon weiter, als ich erwartet hätte. Jetzt ist er noch viel weiter, als ich erwartet hätte. Und jetzt wird's interessant. Ja, komm. Rückwärtsgang, Rückwärtsgang, Rückwärtsgang. Komm, ein bisschen leichter meist hier. Könnte schon reichen, oder? Wir machen das mal weg. Und stellen das hier einfach auf Böcke. Das tut es, glaube ich, auch und ist optisch immer noch schick. Aber jetzt müssen wir ihn wieder hinterher. Ja, da überlege ich mir noch was. Öl. Wo sind hin? Meine Fresse. War jetzt aber flott unterwegs so. Ich glaube, der ist tatsächlich schon hier hinten auf der Rampe. Hier muss er natürlich aufpassen, denn hier kann er gut abschmieren. Aber, ja, da düst er schon. Hammer gut. Und trotzdem erst er. Muahaha. Aber da kommt er. Wie geil ist das denn? Mein kleiner, sinnloser LKW. Und da steht er. Ach komm, was war das denn jetzt? Echt jetzt? Die einfachste Stelle und die verkackte. Das ist doch scheiße. So, jetzt fährst du falsch rum, oder was? Fährst du jetzt rückwärts? Willst du mich rollen? Du Vollidiot, ey. Ja, wende doch einfach. Ein Horst. Meine Güte, na egal. Wir bauen derweil hier unsere Verladestation fertig. So. Dann würde ich sagen, kommt hier auch noch ein Parkplatz neben. Wir müssen, glaube ich, sogar noch einen höher. Sonst passt das mit dem Container nicht. So. Und ziehen wir hier runter schon. Was? Zu teuer. Jetzt geht mir der Beton aus. Zum Ende der Folge. Wie weit sind wir? Eine Stunde. Oh, relativ sauber geschafft. Also wir hätten sicherlich mehr schaffen können. Aber gut. Man kann nicht alles haben. So, bauen wir da einmal hoch. So. Ich glaube, da oben will ich das nicht so weit haben. Wir gucken mal, ob wir einen früher runtergehen können. Dann machen wir nämlich so. Setzen da erstmal Fundamente so weit drauf. Und dann. Quatsch, da wird doch hier liegen. Ach nee. Ja, das ist dumm. Dumm, 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 dumm. Die habe ich nämlich nicht da liegen. Wo sind sie? Da sind sie. Und dann machen wir einfach so. Muss da nochmal ein Achter drunter. Aber das passt. Feini fein. So, da sind wir genau auf der Kante, sehr schön. Und gehen bis hier rüber. So, hier machen wir dicht. Was? Nee, warte mal, ah, ich habe eine Idee. Jetzt habe ich eine Idee. Die sind ja relativ lütsch. Da können wir doch eigentlich... wo haben wir sie? Haben wir sowas nicht ein... Nee, haben wir nicht. Ja, schade. Machen wir so und so. Bauen hier tatsächlich bis zur Wand gegen. Das soll ja auch ein Lager sein, ne? Ja, schade, das passt nicht mehr. Aber gut. Das lassen wir trotzdem so. Können wir da... Ja, wo sind diese Runddinger? Hier sind sie. Geht wahrscheinlich auch nicht, ne? Oben dann. Ja, wir machen mal einmal. Wir geben mal ein Tiefer. Und nehmen dann mal einmal die nicht. Die. Ne. Kriegen wir auch nicht mehr hin. Hier könnten wir sie hinbauen, aber. Hm. Naja. Naja. Okay.
So, da noch dicht machen. Wollen wir alles schicki haben. Demo. So. Ziehen das da bis nach oben. Und haben dann hier quasi unser erstes Fahrzeugdepot. Wo dann auch noch zwei Fahrzeuge am Ende reinkommen. Und ja, ich rutsche gerade auf dem Stuhl hin und her, weil ich pissen muss wie ein Wallach. Meine Güte. Falls sich das irgendeiner gefragt haben sollte. Wahrscheinlich ist es nicht der Fall. Oh, er ist wieder da. Moin. Geil, du. Ich könnte mich da gerade wie ein kleines Kind drüber freuen. Total gut. So. Komm hoch hier. Zack, zack, zack. Warum geht das nicht? Muss nochmal weg. Das ist ja unschön. Zack, Wand vor. Ach komm schon. Ehrlich. Muss ich wirklich außen rum? So. Machen wir einmal hier auf. Und dann führen wir das Band hier wieder lang. Zack. So. Zurück die Hütte. Und zu. Und damit wir hier ein bisschen Optik haben, setzen wir uns hier noch. Ja, oh, so ein Scheiß. Na ja, komm, jetzt baue ich mir hier aber das Werkzeugding einfach hin. Ey! Bau das! Bauen noch 10 Signalisatoren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann stellen wir da einfach 2 rein. Für die Optik. Einen hier und einen hier. Und hier ziehen wir noch Wände lang. Einmal Tür rechts. So rum. Dann machen wir hier zu. Zack. Zack, zack, zack. Und dann machen wir das Ganze nochmal ein bisschen an. Und wir haben da eigentlich schon mal einmal den richtigen Farbton, zumindest ich. Das ist der sein, ich glaube, den habe ich hier hinten auch genommen. Ne, das ist ein anderer. Welchen hatte ich denn da? Ist das die? Ne, das ist rot. Ist das der hier? Der ist das. Okay. Dann, wieso? Ach ne, das ist, ich wollte gerade sagen, steht jetzt hier gelangweilt rum oder was? So, und dann haben wir hier ein Fahrzeugdepot. Für da oben würde ich gerne noch was dran ändern, da bin ich so noch nicht zufrieden. Moment, ich habe eine Idee. Das machen wir relativ easy. Wir haben mal hier, ne, die sind zu groß, die haben wir. Ja, natürlich, setzt du da oben an. Das ist doch dumm. Mach mal, setz mal einen tiefer ein. Machst du nicht? Arsch. Muss ich mir halt wieder was überlegen. So. Und jetzt müsste das gehen. Ach komm. Geht nur so rum? Schade. Naja gut. Ist aber auch okay. Hauptsache wir haben hier diesen Überstand. Und dann sieht das nämlich aus wie gewollt. So, und dann habe ich hier eine schicke kleine Garage mit schicken kleinen Fahrzeugen. Wenn ich schon mal bei bin, kann ich bei ihm hier gleich mal einen Tank ran und den gleich mal ein bisschen beladen, denn ich habe relativ viel dabei. Kann man sich hier einschneiden und losdüsen, wenn man das sieht. So, jetzt brauchen wir aber noch Strömung, ne? Haben wir gesagt. Die wollten wir von hier holen. Rup. Gehen wir einmal direkt hier rüber. Der sitzt ungefähr mittig. So. Und dann könnt ihr von mir aus Strom haben. Oh! Oh, auf Verkehr achten ist viel geiler. Ja, ich nehme das nochmal auf, dass er sauberer läuft. Aber so von der Sache her finde ich das total gut. Bin ich Fan von. Und ich hinne Wand lang ziehen, Fragezeichen. Eigentlich finde ich diese Optik, dass es da offen ist, ganz cool.
Das gefällt mir eigentlich. Was? Hier bauen wir eine Werkstatt hin. Genau, das ist gut. Es geht nur um Optik. So. Und da hinten bauen wir auch eine Werkbank hin. Dann sieht das hier richtig schön aus wie so ein kleines Depot. So. Das fetzt doch von der Mark. Das ist doch cool. Da machen wir einmal so. Na. Mist. Mist, Mist, Mist. Moment, dann müssen wir da einmal hoch. Na klar. So. So. Ganz drüben sind wir. Ey. Bau das da hin, Mann. So. Dahin. Und den kriegen die von hier Strom. So. Und dann kann das aber dahin. Zu. Und zu. Und zu. Und jetzt frage ich mich gerade. Fundamente. Passen hier die Schrägen? Ja, sehr schön. So. Schicki, schicki, schick, schick, schick. Gefällt mir. Obwohl ich hier noch nicht zufrieden bin. Und damit sowieso nicht. Da muss zu. Auf der anderen Seite ist zu. Okay. Und ja, ich kann da leider keine schrägen Fundamente anbauen. Ne? Mal gucken. Das würde gehen. Das würde auch gehen. Von der Sache her. Nehmen wir das mal weg. Boah, sieht man in dem Winkel scheiße. Jo. Wir haben hier so ein Spitzdach drauf, ist auch cool. Das ist auch nett. Apropos Spitzdach, wollte ich auch woanders noch hinbauen. Ja, eigentlich ist Zeit rum, ne? Aber ich habe gerade noch kurz Bock. Kurz will ich noch was machen. So. Komm mal her hier. Denn die Dachstruktur hier, die gefällt mir überhaupt nicht. Das finde ich alles so absolut hässlich, dass ich da mal eben kurz eine Änderung andeuten möchte. So, wir rennen hier mal nach oben. Nach ganz oben kommen wir wahrscheinlich gar nicht, weil ich ein Idiot bin. Kommen wir da rein. Habe ich hier irgendwo einen Weg aufs Dach gemacht? Wenn überhaupt, dann hier, ne? Ja, es ist so bescheuert, ey. Ich baue so viele schöne Fabriken und gehe da nie wieder rein. Naja, bitte machen wir das einmal anders. So. 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 Dann sind wir oben. So, dann haben wir ja hier ganz viele ganz tolle Dächer. Ich würde tatsächlich sagen... das ist mir zu doll. Das geht gar nicht, weil ich hier erstmal mit denen anfangen müsste. Wir bauen hier erstmal ein kleines Spitzdach drauf. Aber nur, weil es kann. Zack. Nacker. Gleich weiter. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Und dann gucken wir uns nachher mal an, wie das aussieht. So. Bis hinten durch natürlich. Und dann brauchen wir die hier. Die gehen viel besser. Ist ja ein Ding. So, da müssen wir es nachher anders machen. So. Das gleiche gilt für hier.
Hier muss natürlich... Ist das die richtige? Nee. Hier muss natürlich so und... So. Und dann müssen... Na, wo sind sie? Die sind das, oder? Ja. Die hier drauf. Dann... Ein großer. Und wieder so einer drauf. Und dann passt das. Und hier können wir die nehmen. So, noch eine schöne Halle. Beziehungsweise ein schönes Hallendach. So. Und hier machen wir... Wie mug wie des, wie mug wie des? Ich glaube, da setze ich sogar sowas rauf. So. Dann wieder Fundamente. Heute sind wir so ein bisschen Style-Monster, aber alles nur irgendwie hübsch machen. Na komm, höher. Du setzt da drauf, genau. Dann brauchen wir die schicken Rämmchen hier. So. So. So, die Frage ist jetzt, warum macht der Müller das? Ist der bescheuert? Nee, ist er nicht. Denn, ich zeige euch gleich einmal den Grund. So, einmal dicht machen. So, haben wir einmal eine Halle. Denn wir müssen da einmal zu dem Turm da hinten. Gut. Wir verschaffen uns da einmal Zugang. Denn ab und zu gucke ich mir an, was ich hier so Schönes gebaut habe. Und dann sehe ich nämlich Folgendes. Und das stört mich massiv. Ich sehe hier eine dicke, große Fläche. Die total uniform ist. Und so kriegt man nochmal ein bisschen Bewegung rein. Ich bin mit dem Ergebnis jetzt auch noch nicht vollständig zufrieden. Wird es aber sicherlich... Ich glaube, ich ziehe das einfach nochmal ein bisschen rüber. Aber es sieht in jedem Fall schon mal ein bisschen besser aus. Ne, Ähnliches werde ich hier wahrscheinlich machen. Ich guck mal einmal. Das war knapp. Wir verschaffen uns wieder Zugang. Ne, nur hier werde ich das ein bisschen anders machen. Habe ich da rüber gehüpft? Ne, da komme ich nicht rüber gehüpft. In keinem Fall. Wir gehen hier lang. So. Und dann mache ich hier nämlich, ich lasse das ein bisschen wie eine Fabrik dann wirken. So. Oh Gott, das ist ganz schön groß. Warum drehst du dich denn jetzt? Was soll denn das? So. Kommen wir bis ganz hinten durch. Na komm. Ich hätte vorher mal gucken sollen, welche Fabrikhalle größer ist, aber okay. Ist mir jetzt erstmal egal. Dann kommen die hier. Zack. Und zack, 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 zack. So. Wie breit ist die da drüben? Die ist, glaube ich, weniger breit. Mensch, kann man hier unten sogar noch was reinbauen. Das ist ja irre. So. Und noch ein weiter. Ich deute es einfach mal an. So. Oh Gott. Hart verschluckt. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Oh. Hier geht's irgendwie. Achso, das ist die andere Halle. Ne, die zählt da einfach mal nicht dazu. So, dann. Den hier. Wieder den. Dann. Den. Das war falsch. Da unten drauf. Ne, nicht hier ansnappen, das wäre ganz schön bescheuert. So. Und. Hoch. Dann zweimal den hier.
und oben drauf. So, dann haben wir das hier relativ hochgezogen, aber das ist gar nicht wild. Das geht bis hier und hier haben wir diesen Einschub, das ist aber auch nicht schlimm. Und jetzt machen wir tatsächlich auf der anderen Seite das Ganze ein bisschen steiler. Gut, die Treppe ist jetzt gerade ein bisschen sinnlos, die ich da habe. Klar, die Fabrik wird dadurch nochmal ein ganzes Ende höher. Aber ich glaube, das macht den Kohl auch nicht mehr fett. Aber es sieht am Ende hoffentlich nicht mehr so assi aus. Ne? Und wenn ihr mir in den Kommentaren schreibt, ey Müller, das sieht scheiße aus, dann reiße ich das auch wieder ab. So ist nicht. Aber erstmal will ich hier Änderungen haben. Ich will es nicht mehr so. Bäh. Die Optik missfällt mir. Lass ich mir einfach was anderes einfallen, das ist eigentlich das Ding. So, zwei machen wir so. Erstmal bis hier. Da es dann ja noch ein ganzes Stückchen rüber geht, setzen wir dann mit denen hier an. Ne, muss ja nicht einheitlich sein. Also schon einmal durch einheitlich, aber nicht übereinheitlich. So, wir gucken mal, wie weit wir rüber müssen. Und wie hoch wir da kommen. Da sind wir fast hier auf der Höhe vom Turm. Ey, mach das weg. Dann sind wir bis hier. Ne, ein weiter müssen wir noch. Oh, jetzt rutsche ich hier zu viel rum. Leute. Ich habe vergessen, die Aufnahme wieder anzuschmeißen, aber scheißegal, jetzt bin ich fertig und ihr kriegt das Ergebnis noch kurz zu sehen. Da läuft einmal ein Dach lang, hier läuft ein Dach lang und da läuft ein Dach lang. Ganz nebenbei habe ich noch festgestellt, dass meine Stahlfabrik oder was auch immer ist, hier gerade keinen Strom gekriegt hat. Das habe ich nochmal korrigiert. Ich habe hier viele kleine Fehler, das ist mir in dieser Folge mal aufgefallen. Da müsste ich nochmal gucken und ihr habt mir in den Kommentaren noch irgendwas geschrieben. Ich glaube, es war da oben. Das muss ich auch nochmal kontrollieren und verbessern. Und ansonsten haben wir jetzt erstmal ein bisschen Schrägdächer drauf. Das ist immer noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Das muss sicherlich nochmal anders gemacht werden. Aber erstmal sieht es so aus. Ne? Ob ich das nochmal, was ich da noch verändere, ob ich da ein paar Platten ransetze oder weiß der Geil, das weiß ich noch nicht. Aber so bleibt es auf jeden Fall nicht. Ne? Vielleicht mache ich das im Allgemeinen nochmal wieder ein bisschen flacher. Ne, dass ich nur die hier nehme und nicht die steilen. Ne, ich glaube, das wird auch schon eine Menge bringen. Aber so von der Sache her gefällt mir die Optik erstmal besser. Es hebt sich alles ein bisschen schöner ab. Da hinten finde ich es nicht ganz so schlimm. Da haben wir genug Unterbrechungen zwischen, dass es ein bisschen Struktur hat. Aber hier war einfach zu viel Fläche, einfach platt. Und vor allem alles eine Höhe. Ne, ist ein blöder Zufall vielleicht auch gewesen, aber ist wie es ist. Ne? Das ist die Fabrik von Doomsday. Ne, der muss das vielleicht auch noch mal ein bisschen schicki machen. Ne, aber das lasse ich ihn alleine machen. Da spiele ich nicht mit drum. Da hinten sieht man gerade wunderbar meine Brücke. Ah, die gefällt mir auch. Mm, da ist auch was in der Mache. Soll ich das noch kurz zeigen? Ich habe jetzt ein bisschen Zeit gespart. Ne? Hier wäre eine Hypertube mal ganz cool. Geronimo! Na, tötet's uns, tötet's uns, tötet's uns? Ja. Ärgerlich, aber scheißegal. Runter kommen sie alle. Aber ich zeige euch trotzdem noch, was ich da geplant habe. Ach, guck mal, ist alles wieder grün. Herrlich. Schön, dass es wieder läuft. Mal sehen, ob ich meinen LKW hier mal sehe. Die Pfeile stören mich ein bisschen. Ob ich die irgendwie ausstellen kann? Weil ich finde, die haben hier nichts zu suchen. Was soll ich mit denen? Ah, kommt da einer? Nee. War nur irgendeine Maschine. Aber hier hinten renne ich gerne lang, ne? Ich mag diesen Klotz. Ich mag diesen Riesenklotz. Auf die bin ich fast ein bisschen stolz auf das Ding. Da war auch viel durchdacht, so wo habe ich jetzt. Hier habe ich so. Meine Kiste. Wir fangen mit denen hier an. Die sind wichtig und dann ist das schon fast. Ach so. Ich habe das Inventar zur Abwechslung mal nicht voll, das ist ja Wahnsinn. Dahin, dahin, Xenobasher, dann Kettensäge, dann Farbpistole, dann Sprengstoff und dann bin ich wieder ausgerüstet. Gut. Gut, auf jeden Fall, Züge, wie soll es laufen? Ne, könnt ihr euch schon mal auf die Woche drauf dann freuen. Ich habe meine aber schon wieder lange nicht mehr gesehen. Wo kruchst denn da so rum? Der Zug
soll hier oben lang fahren. Ah, da ist er. Haha. Brumm. Der soll hier in den Bahnhof einfahren. Den will ich hier oben drauf haben tatsächlich. Ne, das wird relativ eng. Obwohl 1, 2, 3, 4, 5 ist er breit. Dann geht das. Und wir haben noch ein bisschen Luft. Ne, geht denn hier lang. Ich werde ihn relativ groß bauen. Und ich will ja ein Rondell haben. Ich will also nicht hier einfahren und rückwärts wieder zurück. Das finde ich doof. Deswegen wird es dann hier irgendwie runterführen. Mit einer Rampe. Die da auch noch weiter runter geht. Und dann werden wir da hinten wieder hochgurken. Sobald ich auch kann. Provisorisch bauen wir uns jetzt da erstmal gerade einen Weg hoch. Ihr seht auch schon, ich habe da die Brücke ein bisschen breiter gemacht. Sodass ich da besser mit dem Zug lang komme. Das ist auch noch nicht ganz fertig, sehe ich gerade. Aber was soll's. Nicht genug Freiraum. Achso, da müssen die, weil ich den Strom dann hätte wegreißen müssen, was ich zu dem Zeitpunkt nicht wollte. Dann haben wir hier nämlich schon mal eine Rampe hoch. Und dann habe ich hier wieder schön sauber eingepflegt. Die nächste Rampe, die dann hier rüber führt. Welche schlussendlich bis zur Brücke rüber geht. Das alles mit einem relativ sauberen Abschluss, wie ich finde. Also hier ist eine kleine Kante drin. Das Ganze soll dann hier rüber düsen. Ich glaube, ich werde es da durchführen. Dann wird hier kein Gang runterbauen. Damit wir da hinkommen, dann fahren wir nach hier hinten zum Ressourcen einsacken. Ne, wie ich vielleicht, also ich würde hier sogar eine Bahnstation drauf kriegen, ist mir mal aufgefallen. Vielleicht mache ich das sogar. Kriege ich doch, oder? 1, 2, 3, 4, 5 und hätte immer noch 2 Platz. Alter. Groß bauen kann ich. Und dann soll das Ganze wieder runterführen. Zumindest ein Stückchen. Zack, hier nach unten. Nicht, ich sehe gerade. Wenn man stirbt, behält man nicht viel Leben übrig. Das füllen wir mal wieder. Dann habe ich hier unten tatsächlich ein bisschen weiter gebaut. Habe hier eine Menge von dem Grün weggenommen. Wie sieht das denn mittlerweile so aus? Und so weit runter werden wir aber nicht fahren. Ich werde den Zug da an der Bergflanke, werde ich glaube ich lang schicken. Dann da hinten runter und ja, mal schauen. Irgendwie so. Ja, wie ihr seht, hier ist mittlerweile ganz viel Beton. Ich weiß noch gar nicht, was wir hier hinbauen. Irgendwas Cooles können wir hier auf jeden Fall noch machen. Ich habe mir einen kleinen Garten gelassen. Ne? Da hat man sogar ein Tierchen gehört. Wie gut ist das? Ich habe hier auf jeden Fall alles ein bisschen schöner verzwirbelt, weil das ja sehr aussah wie Fuß. Ich habe hier mittlerweile eine ganze Menge Kraftwerke stehen. Ich glaube, das sind sogar fast mehr als bei meinem ersten Kohle-Dings da. Aber da habe ich mir gedacht, das brauche ich euch nicht zeigen. Das ist totaler Bullshit. Das will eh kein Mensch sehen. Habe hier eine kleine Krümmung reingebaut. Und hier haben wir dann unsere Wasserzufuhr auch. Wie ich das hier zumache, weiß ich noch nicht. Hier habe ich das schon mal farblich ein bisschen gekennzeichnet. Ne? Strom. Ah, wieder was in der Nase. Und das ist hier mittlerweile auch ziemlich groß geworden. Ich habe das hier mal versucht mit aufgepocktem System. Habe hier quasi Förderbänder drunter geschickt, hier hochgeblasen und hier oben die Wasserzufuhr dann gerade rüber gezogen. Ich finde, das sieht ein bisschen aufgeräumter aus. Ne, man hat mehr Platz zum Rumrennen und kommt trotzdem noch sauber da oben ran. Finde ich eigentlich ganz angenehm. Man kann aber auch ganz easy hier hochrennen und hat dann hier Laufweg. Ja. Das wird so ein bisschen Zugstrecke werden auf jeden Fall. Wie ich das genau löse, wir werden es mal schauen. Das wird jetzt in den nächsten Folgen kommen. Hier habe ich nochmal so eine Bioverarbeitungsanlage gebaut. Dass ich hier auch nochmal ein bisschen Biokraftstoff in mein Lager oben kriegen kann. Ich kann jetzt also einfach, also Grund war einfach, ich hatte hier so viel Grünzeug, dass ich das irgendwo loswerden musste. Also habe ich hier einen Anbau gemacht.
Ne, eigentlich ging hier nur oben die Trasse lang mit der Kohle und der Zufuhr zum Lager. Aber ich hatte hier unten noch ein bisschen Platz und ich hatte so viel Scheißgrünzeug, dass ich das einfach drin haben wollte. Und den Platz konnte ich dann eigentlich noch ganz ziemlich nutzen und dann, ja, habe ich es halt so gemacht. Hier ist neu dazugekommen eine Hypertube, die mich ein bisschen schneller die Brücke raufbringt, denn mir ist aufgefallen, hier läuft man ganz schön lange hoch. Alter Vater, das Ding ist groß. Echt ficke groß und es geht mit dem Hypertube einfach viel schneller. Ne, entsprechend hier oben habe ich das Lager auch ein bisschen nachgerüstet. Schwupp. Ne, wir hatten ja das hier, na, kam hier noch der Anbau ran. Ihr habt das vielleicht in der Facebook-Gruppe auch gesehen, dass das hier ein bisschen gewachsen ist. Ne, hier gibt es jetzt auch so schöne Sachen wie, zumindest rein theoretisch, Beeren, Nüsse, Pilze, Treibstoff und so weiter. Farbkartuschen. Wie viele haben wir da mittlerweile? Nicht so viele. Geht der hier nicht? Doch, reicht da aus. Ja, ich habe wohl noch nicht so viele hergestellt. Waren nicht so viele Blüten bei. Und hier oben sind dann noch Sachen wie, was war das? Alien-Panzer und der ganze andere Flummidum. Ja, alles relativ easy reingebaut. Läuft hier immer einmal durch. So dass mein Schredder oben nicht verstopft, wenn ich das in meinen Müllcontainer schmeiße. Müllcontainer habe ich hier. Ne, einfach rennen und der Kram wird einsortiert. Ganz easy peasy, könnte ich hiermit gleich mal machen. Und gucken, ob es funktioniert auch mit dem. Das habe ich nicht, bisher noch nicht versucht. Ich habe hier noch keinen Schnaller reingeschmissen. Da sind sie auch schon. Tada, das ging fix. Zack, haben wir auch Alien-Panzer. Ne, die Anlage unten ist nicht ganz so umfangreich wie die an der Hauptbasis. Da verarbeite ich ja auch Alien-Panzer und Alien-Organe. Das mache ich hier nicht. Hier ist wirklich nur für Grünzeug, dass das raussortiert wird und das Teil munter weiter wächst. Ansonsten hat sich hier erstmal nichts mehr getan. Die Rampe hier ist immer noch von Yoshi. Die ist auch immer noch schick. Und was wir jetzt nochmal machen? Scheiße, ich bin so derbe drüber. Aber kackegal, die Uhrzeit sagt, oh, recht spät. Fast 2 Stunden jetzt. Das hat echt Überlänge. Aber während ich hier hochrenne, kann ich schon mal sagen, danke fürs Zugucken, Leute. Nee, es war mir wie immer eine Ehre, für euch ein bisschen zu bauen. Passt ein bisschen auf. Corona wird gerade wieder echt derbe ein Problem. Wir werden die nächsten Wochen wohl einige Einschränkungen hinnehmen müssen, aber das soll meinen Kanal hier ja nicht betreffen. Das ist alles easy peasy. Zu Hause sind wir schließlich sicher, ne? Also, guckt YouTube, guckt Bärtolzer an. Ansonsten, heute Abend, wenn ihr das seht, heute Abend, wird tatsächlich ein kleines Halloween-Special ablaufen. Ich habe mir ein paar Leute eingeladen. Oh ja, das sieht schön aus von hier hinten jetzt. Oh, ist das ein schöner Anblick. Und wir werden Phasmophobia spielen. Und ich freue mich da schon ein bisschen drauf. Wir werden im Kreis spielen. Ich werde ab und zu auch mal im Moderator nur sein. Und der Michi ist dabei, der Kai ist dabei, meine Frau ist dabei, die Frau von Michi ist dabei. Und leider kann man nur zu viert spielen, aber das macht gar nichts. Wir werden dann bestimmt trotzdem unseren Spaß haben. Und es wird ein lustiger Abend. Um 10 wird es losgehen und ich hoffe, ihr seid dabei. Ansonsten bleibe ich jetzt erstmal euer Ragnar Bertelsson. Genießt den schönen Ausblick hier aufs neue Fabrikgelände. Es wird immer schöner da hinten. Und ich wünsche euch bis dahin jetzt noch ein schönes Wochenende. Euer Ragnar Bertelsson.